Zwischene Tag sei ich wieder hie, in Schwadler froh gesessen, den in der beiden Welt ich nie und nimmer konn vergessen. Mundartgedichte, Geschichten, Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk. Herzlich willkommen zur Erzählzeit des Karpatenfunks. Mein Name ist Katrin Litschko und ich bin die Chefredakteurin des Karpatenblattes, des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowakei. Bei mir ist Lucia Dubravaj-Traudenberger, die sich im Karpatendeutschen Verein für die Kinder- und Jugendarbeit engagiert. Hallo! Lucia, um was geht es denn heute in unserer Podcast-Folge? Heute hören wir eine sehr persönliche Geschichte. Der 8. Mai ist ja der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. Und Professor Ferdinand Klein hat für uns seine Erinnerungen an diese Zeit aufgeschrieben. Herr Klein stammt ursprünglich aus Schwedla in der Unterzips. Auf Slowakisch heißt der Ort Schwedlar. Die meiste Zeit seines Lebens hat er aber in Deutschland verbracht. Er ist nicht nur Professor für Heil- und Sonderpädagogik, sondern auch Mitglied unseres Podcast-Teams. Genau. Und hier kommt seine Geschichte. Ich versuche mit den Augen eines 10- bis 12-jährigen Kindes auf das Ende des Zweiten Weltkrieges zurückzuschauen, weiß sehr wohl, dass mein Erinnern das Negative eher ausblendet. Ich erzähle über persönlich Erlebtes, auch in Bezug zur Gegenwart. In Schwedla war ich als richtiger Lausbub auch für Unerlaubtes zu haben. In der 4. Klasse, die 1944 in der evangelischen Schule in dem Raum untergebracht war, in dem sich heute die Ortsgemeinschaft Schwedla trifft, warteten wir auf den Herrn Pfarrer. Er kam später. Mit Mitschülern ging ich auf die Straße und wir übten das Werfen mit Steinen. Auch auf den Kirchturm. Dafür bekam ich von meinen Hochwürden eine saftige Ohrfeige. Zusammen mit Latzi spielte ich Streiche. So zum Beispiel beim Pistabaci. Wir klopften an sein Fenster, rannten davon und spitzten die Ohren. Psst. Gleich beim ersten Wiedersehen nach 65 Jahren lebte die alte Freundschaft mit Latzi wieder auf. Wir erinnerten uns an viele Spiele und ich spielte schon beim ersten Besuch in seiner Kapelle, er nannte sie die Freude, mit. Wir hatten auch eine Kuh, Dami genannt, die ich mit der Bürste pflegte, streichelte und nachmittags auf der Grepp hütete. Auf dieser Wiese spielte ich dann mit Ella, Lonna und anderen, blinde Kuh, Fangspiele oder Versteckspiele. Gerne pflegte ich auch meine Hasen, die ich täglich mit Löwenzahnblättern und grünen Klee versorgte. Ende September 1944 hatte diese Kinderzeit ein jähes Ende. Partisanen schossen nachts immer stärker, auch auf unser Haus. Bald hieß es, wir müssen für einige Tage das Dorf verlassen. Ich ging vor dem Besteigen des deutschen Wehrmachtsautos noch zu den Tieren, zu meiner Dame und zu meinen Hasen, küsste sie und sagte Tschüss. Bald sehen wir uns ja wieder. Die Tiere habe ich nicht wieder gesehen und meinen Geburtsort besuchte ich erst nach 50 Jahren. Die bewaffnete Autokolonne führte nach Zakopane, Polen, wo meine Eltern und ich einige Tage in einem Hotel untergebracht waren. Mein Vater war seit dem Ersten Weltkrieg krank. Er durfte mitfahren, Onkel Adolf musste als Heimatschutz Schwedla verteidigen. Er fütterte meine geliebten Tiere. Bald ging es nach Pietrowice bei Katowice weiter, wo wir in einer mit Stroh ausgelegten Turnhalle Unterkunft fanden. Einmal täglich gab es dort warme Speisen. Einige Tage später wurden wir nach Wien transportiert,
und überlebten zwei Bombenangriffe. Unter der fürsorgenden Hand meiner tschechischen Mutter, geboren in Prag, fühlte ich mich sicher. Mein Vater hielt sich eher zurück. Er litt bis zu seinem frühen Tod an den Folgen einer Krankheit aus dem Ersten Weltkrieg. Nach 3 Tagen ging es zu meiner Schwester Maria, die in Winterberg, Böhmerwald, wohnte. Sie brachte uns auf einen Gutshof. Dort arbeiteten wir bis zum Frühjahr 1945. Mein Vater fand in Winterberg ein Zimmer, in dem er sein Schneiderhandwerk ausübte. Auch in dieser kleinen Stadt gab es bald nachts Bombenalarm und wir mussten Stunden mit anderen Menschen im überfüllten Keller ausharren. Der Krieg ging seinem Ende entgegen. Die amerikanischen Soldaten drangen bis nach Winterberg vor. Neugierig näherte ich mich den Soldaten, die mir freundlich zulächelten. Ich bestaunte ihre Panzer und bekam Kaugummi. Die Soldaten zogen sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges, 8. Mai 1945, in die amerikanische Besatzungszone zurück, die bereits im Februar 1945 bei der Jalta-Konferenz der Großen Drei, die Roosevelt, USA, Winston Churchill, Vereinigtes Königreich und Josef Stalin, UdSSR, festgelegt wurde. Meine Mutter bat weinend die Soldaten um Mitnahme, denn sie wollte nicht nach Schwedler zurück. Ein Freund, der zu Hause war, warnte uns eindringlich. In Schwedler herrsche Chaos. Die jungen Männer folgten wie selbstverständlich meiner weinenden Mutter. Auf dem Militärauto fanden wir zwischen Kisten und Waffen Platz. Wir kamen abends auf dem Marktplatz in Bamberg an und in dem überfüllten Lager nebenan gab es keinen Platz mehr für uns. Doch hinter einer ausgeschlagenen Schaufensterauslage eines Geschäftes bekamen wir ein Dach über dem Kopf. 3 Tage später fand mein Vater beim Bürgermeister in Zeckendorf, Oberfranken, ein offenes Ohr. Wir konnten einen Raum eines Judenhauses beziehen. Wochen später siedelten wir in ein anderes Haus um. Nach einem Jahr Flucht besuchte ich ein Jahr lang die Dorfschule in Zeckendorf, dann ab 1946 die erste Klasse mit 64 Schülern des Bamberger Gymnasiums, das ich nach 3 Kilometern Fußweg bis zum Bahnhof Schößlitz, nach 45 Minuten Fahrt im überfüllten Zug und nach weiteren 2 Kilometer Fußweg in Bamberg erreichte. Was sagen mir nun diese Erlebnisse nach 75 Jahren? Wie haben sie mein Leben, meine Psyche geformt? Meine glückliche Spielzeit und schwierige Lernzeit mündete Jahrzehnte später in ein engagiertes, professionelles Arbeiten in verschiedenen Praxis- und Forschungsfeldern ein. Mit meiner slowakischen Frau Hanka komme ich gerne zu meinen lieben Schwedlerinnen über alle Sprachgrenzen hinweg. Heute kann ich wie der polnische Arzt und Pädagoge Janusz Korczak sagen, ich kann niemandem böse sein. Ich weiß nicht, wie man das macht. Das macht mich mit 86 Jahren zufrieden und glücklich. Am liebsten schaue ich Kindern zu, die aus der Tiefe ihres Herzens spielen und ihr Leben wie ein Spiel gestalten wollen.
Nächste Woche hört ihr auf dem Karpatenfunk wieder eine Infozeit. Wir werfen einen Blick auf die Jugendarbeit in unserem Nachbarland Ungarn. Die neuen Folgen hört ihr immer am Donnerstagabend überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf karpatenblatt.sk. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag. Und heute verabschieden wir uns mit einem Werk des Unterzipser Mundartdichters Franz Ratzenberger, der von 1863 bis 1930 gelebt hat. Es spricht Ladislav Sola. Der Abschied. Es Millerbegnol kimmt gefahren, der stillen Gassen runter. Ich sei grad aufgejischtat born, ganz froh und frisch und munter. Schnell hab ich mich auch angezogen und hab a Bos noch gessen. Und eh a Viertelstund verflogen, sei ich schon um Bogen gesessen. Mei Mutter hatte zäher sich mit'n Schuiz von Arn gebäschen. Oft sog se, lieber Sohn, wenn dich der Regen und nicht Bolb dreschen. Ich oder drehst se, Mutter nah, es bitt doch heit nicht Regen. De Gasel knallt und uff ans zwar, sei ich schon um Beg bein Hegen. Zwei schöne Tag sei ich wieder hier in Schwadler froh gesessen, den in der beiden Welt ich nie und nimmer konn vergessen. Denn nindert's konn es schöner sein als in der Mutters Stiebel, in Vaterhaus voll Sonnenschein, wo men vergisst all Ibel. Du lieber Gott wollst mir da hallen, en lieben guten Schwadler, denn nicht konnt besser mir gefallen, hot ar a biffel Tadler. Mei Mutter oder wollst du mir, du lieber Gott, beschützen. Und Bär de Ischek betet ihr, den Bär mit 1000 Blitzen.